Es wird Toni Kroos egal sein, aber ich möchte heute öffentlich Buße tun, also ihm gegenüber. Ich habe, als es hier darum ging, Vertrag verlängern oder nicht, und er dann zu Real ging, habe ich gesagt, komm, wurscht, dessen Art zu spielen, dieses immer eine Soße, das ist, komm, den braucht kein Mensch. Dann habe ich ihn bei Real immer wieder gesehen und habe mich dann wieder an etwas erinnert, was mir mal ein Trainer in der Jugend gesagt hat, du musst nicht in der Gegend rumtouren wie ein Wilder, den Ball musst du schnell spielen. Du musst das Spiel schnell machen, du musst es langsam machen. Und ich habe ihn zunehmend, von Spiel zu Spiel, habe ich ihn schätzen gelernt. Ich habe ihn dann 2 Champions-League-Spiele kommentiert und Real hat sie nicht zuletzt seinetwegen gewonnen. Sehr für mich ist er dann zum Weltklasse-Spieler geworden. Aber gestern ist er für mich in eine Kategorie hochgestiegen, wie es nur ganz wenige gibt. Er hat dieses Ding vergeigt, danach hat er 5 Minuten war er weg. Und in der zweiten Halbzeit hat er jeden Ball gewollt, hat sich nicht versteckt, ist jeden Ball gewollt und macht am Ende dieses Tor. Die Nerven musst du am Ende haben, zu sagen, ich schieße den Freistoß.